Spotfight. Wir leben Wrestling. Es gibt ein Update zum ehemaligen Cruiserweight Champion Neville. So soll er noch einen Vertrag mit der WWE haben, aber jegliche Gespräche und Annäherungen wurden auf Eis gelegt. Es ist nicht bekannt, wann Nevilles Vertrag auslaufen wird, aber die WWE beharrt darauf, Neville nicht vorzeitig aus seinem Vertrag ziehen zu lassen. Wie die WWE vermelden ließ, wird es im Laufe des Jahres 2018 eine sechsteilige Dokumentation über The Miz und seine Frau Maryse geben. Diese wird auf dem USA Network ausgestrahlt und wird das Ehepaar auf ihrem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Kind begleiten. Miz und Mrs. würde die meistgesehene Show im Fernsehen sein, kündigte das Ehepaar in bekannter Manier an. Mittlerweile wurde bestätigt, dass Samoa Joe sich verletzt hat und ausfallen wird. Die Verletzung soll er sich während der vergangenen Raw-Ausgabe zugezogen haben. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine reale Verletzung und nicht um einen Teil einer Storyline. Es wurde auch bereits bekannt gegeben, dass Samoa Joe nicht bei der bald startenden Mixed Match Challenge wird antreten können. Genauere Details zur Verletzung und zur Ausfallzeit gibt es aber noch nicht.